Außerordentliche Situationen verlangen nach außerordentlichen Massnahmen. So hat der Stadtrat sich entschieden, einen Krisenführungsstab, wir nennen den Stadtführungsstab, zu konstituieren. Wer arbeitet in diesem Stab? Es sind vorwiegend Profis. Die Schlüsselstellen sind besetzt mit Leuten aus Blaulichtorganisationen, die sind stabserfahren, sind einsatzerfahren. Wir haben zweimal in der Woche einen Lagerrapport, das ist am Freitag und am Montag, wo der Kernstab Plus mit allen notwendigen Fachspezialistinnen und Fachspezialisten zusammenkommt. Wir haben auch zweimal in der Woche ein sogenanntes Lagebulletin, wo die pandemieverantwortlichen Personen in den Departementen uns updaten. Wir haben eine sogenannte Stadtratsbereitschaft jeden Nachmittag von 1 bis 2 und am Mittwoch selbstverständlich die Orientierung über die Lage direkt über Telefon- und Videokonferenz beim Stadtrat. Ja, wir haben festgestellt, dass es gewisse Brennpunkte gibt in Winterthur. Die Leute gehen raus, das Wetter ist schön und wir haben rechtzeitig daran gedacht, dass sehr wahrscheinlich beim Reitplatz hinten ein grosser Verkehrsstau wird geben. Wir haben dort hier gesperrt, dass man die Virenschleudern neutralisieren konnte. Wir werden dort weiter daran arbeiten. Eine große Herausforderung ist zurzeit, Armeemittel zu bekommen zur Unterstützung von Alter und Pflege. Der ganze Prozess ist ein Prozess, der vom Stadtführungsstab über den Kanton auf Bundesstufe läuft. Auch die Sperrung des Bäumli. Es ist schon fast ein symbolhafter Aussichtspunkt in Winterthur. Die Leute sind sich dort zu nahe gekommen und wir haben hier dafür gesorgt, dass sich niemand mehr anstecken tut. Ganz wichtig, und das haben wir bis jetzt gut gemacht, ist der Durchhaltewille. Und auch wenn andere Länder jetzt zum Teil ein bisschen Lockerungen anbringen, denkt einfach daran, es braucht seine Zeit und wir investieren lieber eine Woche mehr, investieren, als wir hören zu früh auf mit all diesen Massnahmen. Und darum ist mein Motto, es ist nötig, darum machen wir es.